Hallo liebe Leute und weiter geht es mit Breath of Fire 2 und wir befinden uns noch immer ja im Dom Ephas, wo war die Verfolgung auf ja wie soll ich sagen die Verfolgung auf Habaruk aufnehmen, dem Prediger, der vor kurzem ja erst Tiger und Claris getötet hat und deswegen wollen wir uns jetzt sozusagen rächen. Ja, im letzten Video haben wir auch Daisy getroffen und sie dann auch befreit und ja, wie gesagt, jetzt versuche ich die Verfolgung aufzunehmen und Habaruk zu finden und diese Goblins hauen alle ab! Voll die Feiglinge! Die wissen wohl schon, dass wir zu stark sind. Ich glaube, deswegen hauen die ab. Naja, und genau, im letzten Video haben wir ja auf Ray auch noch getroffen, der uns eine mächtigere Drachenkraft gegeben hat. Rand erhält Erdrüstung. Okay. Schaue ich mir später an. Wow, ein Assassin. Lohnt sich ja richtig. Ihr traut euch ja richtig. Ach ja. Nun muss ich gucken, von wo kam ich jetzt? Von unten oder von oben? Von unten, genau. Also muss ich nach oben. Das heißt, ich muss rechts. Und dann mal ach. Noch so ein... Ja, der haut nicht ab. Ui. Wow. Das ist geil. Und ich dachte schon, der haut jetzt ab, weil die Goblins vorhin sind ja auch nur abgehauen. Naja, vielleicht weil er alleine ist. Vielleicht war er mal mutig. Gibt's ja auch. Ich meine, es können ja nicht alle Gegner schwach sein. Muss auch mal teilweise mutige Gegner geben. Und drei Assassins. Ach, die krieg ich schon kaputt. Wobei Boch gleich mal geheilt werden sollte. Wenn ich mir das so angucke. Ja. Umhauen. Oh, die sind Gott sei Dank nicht so stark. 28 HP. Ich habe jetzt mehr erwartet. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von den Gegnern. Aber egal. Ist ja nur der Dom Ephas. Ich meine, Habaruk wird bestimmt noch ein bisschen härter sein im Vergleich zu den mickrigen Gegnern hier. Ich denke mal, dass Habaruk kämpfbar ist. Also es würde mich zumindest wundern, falls nicht das Musterlied etwas fein. Reiscracker. Lecker. Okay. Gehen wir mal weiter hoch. Ah, da ist eine Mauer. Da muss Rand wieder dran. Okay. So, Boch, du heilst erstmal. Ah, okay, das lassen wir erstmal so. Gut, dann hauen wir diese Mauer hier auch noch ein. Ach, mit Y. Zack. Perfekt. Wände wie diese kann ich einfach einreißen. Da reicht selbst meine pure Muskelkraft für aus. Das habe ich schon im letzten Video gemerkt. Was ist jetzt los? Irgendetwas ist hier faul. Wir alle beeilen uns besser. Würde ich auch vorschlagen. Ey, warum bleibst du... Rand? Uah, verdammt! Was geht hier vor sich? Das war eine Falle. Keine Panik. Ich bin noch nicht tot. Ich drücke die Wand einfach wieder zurück. Wie willst du das machen? Uff! Ist das schwer! Wir helfen dir! Zurück! Sonst werdet ihr auch noch erdrückt! Rand? Was zur Hölle? Es scheint, als wäre dies mein Ende. Nein, Rand, nein! DJ Kerl, danke für alles, was du getan hast. Wir hatten eine schöne Zeit. Der Rest bleibt nun dir überlassen. Nein, Rand, nein, bitte nicht. Mach sie fertig. Rand. Geh nicht von uns. Nein, Rand. Was tut ihr denn da? Verschwindet jetzt. Lasst Habaruk nicht fliehen. Rand. Wieder geht. Ich möchte nicht von euren Augen sterben müssen. Pass gut auf dich auf, okay? Rand. Ich verliere meine Kraft. Das ist wohl das Ende. Moment, ist das da unten Daisy? Wenn ich nur etwas schwächer wäre, dann würde ich vielleicht etwas weniger qualvoll sterben. Das ist Daisy. Mama! Was machst du denn da? Wir haben keine Zeit für Spielchen, dummes Kind! Hör, die geht da rein? Hier ist es gefährlich. Bleib weg da! Wie erbärmlich! Du schaffst das nicht!
Ich bin am Ende. Geh zurück. Schnell. Mein Sohn wird nicht so sterben. Pass auf, ich helfe dir. Wir drücken das zusammen wieder zurück. Mama. Vergeude deine Puste nicht. Bereit? 1, 2, 3. Die gibt alles, wow. Ich schaffe es nicht. Tut mir leid, Mama. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Bitte verschwinde von hier, solange du noch kannst. Was? Nein! Mama! Verdammt, ich schaffe es nicht! Was? Was machst du denn da, Blödmann? Verschwinde! Aber schnell! Daisy opfert sich, ey. Du sollst immer auf deine Mutter hören, sonst ist es was. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen, oder nicht? Also geh, sei brav und hör auf deine Mutter. Oh Mann, Ren tut mir ehrlich gesagt leid, dass er das jetzt mit ansehen muss. So ist es, brav. Du bist ein guter Junge. Autsch. Daisy hat sich tatsächlich geopfert, ey. Heilige Scheiße. Ich lebe noch. Lass uns gehen. Ich muss ihn erwischen. Ich sorge dafür, dass er niemanden mehr verletzen kann. Okay, Rand, dein Wort in Gottes Ohr. Und wir wechseln mal die Party. Ich lass mal den Helden vortreten. Wow, ey. Das... Ja, die Goblins fliehen mal wieder. Das war gerade echt schon ein bisschen heftig, ey. Also, das ist bestimmt wirklich hart für Rand. Aber wenn wirklich Daisy, oh Gott, sich wirklich opfert für Rand, damit er weiterreisen kann, ey. Das ist echt schon heftig, was das Spiel so für Wendungen mit sich bringt gerade, ey. Boah. Und Daisy ist jetzt wahrscheinlich wirklich Geschichte, ey. Also da... Also ich kann mir vorstellen, wie Rand sich jetzt wahrscheinlich fühlen muss in diesem Spiel. Dass er seine Mutter verloren hat oder die Frau, die auf ihn aufgepasst hat. Messingfaust. Okay, die wäre für Rand, glaube ich. Nee, nicht Bauch. Yo. Okay, gibt auf jeden Fall mehr Angriff. Gut. Ja. Dann hoffe ich, dass ich bald auf Habaruk treffen kann und ja, mich sozusagen dafür rächen kann, dass er überhaupt so viel Unheil hier anrichtet. Erst stirbt Tiger mit Claris, dann als nächstes Daisy. Oh Mann. Wer kommt als nächstes? Wow, was ist das? Da sind Drachen oder sowas. Habaruk! Ihr seid hartnäckig! Aber es bringt euch nicht weiter, mich zu verfolgen. Werdet ihr damit jetzt aufhören? Warum sollten wir? Es ist noch nicht an der Zeit für mich, mit euch zu kämpfen. Das werden vorerst andere für mich erledigen. Du meinst diese komischen Echsen, oder was das darstellen soll? Yay! Bogenschütze! Kann ich den da überhaupt erwischen? Ich versuch's einfach mal. Nina, du machst das übliche Magie. Na, mal schauen, ob das was bringt. Na, 4 zieht er ja nicht ab. Doppelangriff, okay. Das nächste Mal halte ich meine Klappe. Aber diese Echsen dürften eigentlich nicht stark sein. Wenn sie einen schwachen Angriff haben, sind solche Standardgegner, also müssen sie eigentlich, naja, nicht viel aushalten. Okay, der erste ist weg. Gut. Nummer 2. Ihr seid ein Ärgernis, lasst mich in Ruhe. Seid artig und lasst euch von ihm besiegen. Warum sollten wir? Okay, So, okay. Den mache ich jetzt noch schnell fertig. Das schaffe ich in diesem Video noch. Autsch. Okay, kommt schon, das schafft ihr. Gebt alles. Tut es für Daisy. Okay. Der ist gleich Geschichte. Ein noch.
Komm schon. Und tschüss. Perfekt. Die Bogenschützen sind Geschichte. Was sagst du nun, Habaruk? Okay, Leute. Ich würde sagen... Habaruk verschwindet. Ja. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir die Verfolgung auf Habaruk im nächsten Video auf. Und schauen, was dann passiert. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.